Wie schnell, liebe Schwestern und Brüder, lassen wir uns beeindrucken. Und damit wir uns nicht alleine fühlen mit diesem Phänomen, man kann das in der Kirchengeschichte immer wieder betrachten und beobachten. Wie schnell hat sich die Kirche beeindrucken lassen? Am Beginn schon. Deshalb wird Paulus hier im Kolosserbrief so deutlich von Mächten und Gewalten. Von dem, was etwas gilt und was etwas darstellt in dieser Welt, was etwas bewirkt. Wenn wir uns heute auf die Suche machten, wovon wir beeindruckt sind, auch als Kirche, und wenn wir zuweilen nachgeben, weil wir sagen, gegen diese Macht, gegen eine solche Gewalt kommen wir nicht an, dann brauchen wir nur ein Stichwort hören wie öffentliche Meinung oder veröffentlichte Meinung. Wie schnell können die Medien dieses oder jenes niederschreiben oder niedersenden? Kann man sich in der Öffentlichkeit nicht mehr sehen lassen. Man ist schlichtweg ruiniert. Wie groß ist die Macht der Sexualität überall gegenwärtig? Der kleine Klick im Internet. Wie schwierig für junge Menschen überhaupt irgendwie damit fertig zu werden. Und vieles andere mehr. Das ist nicht abstrakt, was Paulus hier schreibt, von Mächten und Gewalten, die uns beeindrucken und die uns so beeindrucken, dass wir ihnen folgen. Mitten in unserer Lesung, in dem, was Paulus hier ausführt, steht ein großes Wort. Es steht das Wort dort, dass in ihm, Christus, die ganze Fülle Gottes wohnt. Das heißt, wer ihn hat, wer sich in ihn hinein vertieft, hat alles. Er braucht sonst nichts. Und Paulus wird noch deutlicher. Diese ganzen Mächte, die so unglaublich beeindruckend sind, die unglaublich Eindruck schinden, sind der Lächerlichkeit preisgegeben. Durch diesen nackten, leidenden Christus am Kreuz. Das ist das Gegenbild. Das ist nicht einfach nur eine Gegenmacht, sondern das ist die wahre Macht, die alles andere entzaubert. Öffentliche Meinung, Medien, bestimmte politische Bewegungen, was auch immer, wo wir als Kirche immer meinen, wir müssen uns arrangieren, wir müssen ein wenig zumindest in diese Richtung gehen. Wir müssen doch, wenn heute alles über Flüchtlinge redet und über die Umwelt spricht, dann müssen wir doch auch ein bisschen mit apostolischen Schreiben oder sonstigen Presseäußerungen darauf eingehen. Sonst werden wir ja gar nicht mehr gehört. Menschlich ist das zu verstehen. Von Paulus her gedacht, geistlich gedacht, ist das alles Unsinn. Es gibt nur ein einziges, das wir denken müssen, in das wir uns hineindenken, ja, mehr noch. Das ist keine Sache des Verstandes, sondern hineinleben müssen. Das ist Christus. In ihm wohnt die ganze Fülle. Wer ihn hat, wer zu ihm gehört, dem gehört alles. Der lässt sich nicht ohne weiteres beeindrucken und blenden, wie Paulus meint. Und es ist der gekreuzigte Christus, der das ganze Schauspiel dieses ganzen blinkenden Theaters mit einem Mal entlarvt. Es ist immer wieder auch erschütternd zu beobachten, wenn man etwa einen solchen Satz aus dem Kolosserbrief nachschlägt in den Kommentaren, in neueren Kommentaren, fällt die Kommentierung ganz dürftig aus. Ich habe das eben noch getan. Zu diesem Vers, in ihm allein wohnt wirklich die ganze Fülle der Gottheit, steht eine kleine Bemerkung zu der Zeitform, dass es griechisch ein Aorist ist. Da kann man sich jetzt auch nicht viel verkaufen, wenn man das weiß. Noch zwei dürftige Sätzlein. Schlägt man darin dagegen in der geistlichen Literatur nach, etwa in der Philokalie der heiligen Väter, dann sieht man, wie sehr die Väter diesen Satz geliebt haben, weil sie mit ihm gelebt haben. Es zeigt die ganze Krisenhaftigkeit unserer Zeit und vielleicht unserer selbst. Paulus lädt uns ein, mit deutlicher Stimme das wieder neu zu entdecken, mit ihm und aus ihm zu leben.
Die Menschen, die ihn damals zum ersten Mal hörten, haben es sofort verstanden. Sie versuchen ihn zu berühren, denn in ihm war eine Kraft und sie ging von ihm aus, die alle heilte, die alles und alle heilen kann, damals wie heute.